So Freunde, neues Jahr, neues Video, neues Intro. Wir sind hier in Plochingen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier gelandet bin. Die Deutsche Bahn macht mal wieder Faxen und wir müssen, ach frag nicht, irgendwie Schienenersatzverkehr und Regio fahren. Anstatt 2 Stunden von Stuttgart nach München. Und da gehen wir heute hin, denn die Bayern starten mit der Vorbereitung auf die Rückrunde mit einem öffentlichen Training gleich mal zu Beginn. Ist ja noch früh, aber so wie wir fahren müssen, müssen wir auch früh los, weil auch wenn es erst um 16 Uhr ist, sonst kommen wir da heute gar nicht mehr an. So, jetzt sind wir hier in Ulm, geht in einer halben Stunde weiter und dann müssen wir immer noch 2 Stunden fahren. Normalerweise bräuchte ich von Stuttgart nach München mit dem ICE, da steht er. 2 Stunden, aber heute ist alles anders. Naja, hoffen wir mal, dass es bis zum nächsten Spiel zur Rückrunde behoben ist. So sieht's aus, Freunde, aber der hält auch echt in jedem Kaff. Also der hält ja alle 2 Minuten gefühlt. So, da sind wir in München. Wir werden dieses Jahr vermutlich nicht das erste, nicht das letzte Mal hier heute sein. Denn das Spiel gegen Union ist schon sicher im Kalender eingetragen. Das Nachholspiel, da habe ich ja schon Karten. Deswegen würde ich euch empfehlen, Abo dazulassen, um das Ganze und viele weitere Spiele in dieser Rückrunde nicht zu verpassen. Kann ich das vergessen? Augsburg sind wir natürlich auch mit dabei, haben wir auch schon Karte. Ich freue mich auf die Rückrunde und heute mit dem Start, mit dem Training, geht es endlich wieder los. Ich habe richtig Bock, ich hoffe die Jungs auch. Aber ansonsten steht heute nichts auf dem Programm. Ja, das ist eigentlich nur das Training. Hier ist der neue Fanshop, okay. Doch, in den müssen wir rein. In den war ich nicht drin. Letztes Mal war auch Sonntag und vorletztes Mal auch, wo ich hier war. Deswegen müssen wir jetzt die Lage checken und gucken, was da so geht. So, da müssen wir jetzt endlich mal rein. Immer nur dran vorbeigelaufen und nie trainiert gewesen. Sehr geiles Gemälde hier. Also, man muss ja ehrlich sagen, ist ein Fanshop, die haben gerade auch nur neu anders aufgebaut. Und halt größer als der, wo ja eigentlich gegenüber war, die sind ja umgezogen. Ist auch mal schön, ohne Stress rumzulaufen. Da wir ja heute eh nur zum Training gehen, haben wir nichts anderes zu tun. Machen wir gleich schon Lunch. Sind ja schon wieder den ganzen Tag unterwegs. Dann gehen wir relativ rechtzeitig zum Trainingsgelände, denn Pole Position brauchen wir. Ihr wisst, ich wundere mich gerade, warum hier überall so viel Platz ist. Aber ist ja klar, der Weihnachtsmarkt ist weg. Ah, der Baum steht noch. Jetzt könnt ihr mich so schief angucken, wie ihr wollt. Wir haben 12.30 Uhr, 16 Uhr geht's los, 15 Uhr ist Einlass. Und wir gehen jetzt schon hin. Ist super. Ja, wir haben sonst nichts zu tun. Erste Reihe, wer zuerst kommt, mal zuerst. Pole Position brauchen wir. Also, let's do this. Ah ja, wir sind hier beim Sendlinger Tor. Das wurde ja auch renoviert und neu eröffnet. Mal schauen. Vielleicht verlaufen wir uns jetzt ja heute mal nicht. Das war ja die letzten Male immer so schlimm. Wey, das nimmt hier jetzt ja richtig Form an, sogar mit Läden und so. Aber ich ignoriere einfach mal, dass die Decke immer noch fehlt. Ich will nicht wissen, wie viele Leute sich das wieder als Jahresvorsatz genommen haben, Sport zu machen. Aber, Freunde, am Ende des Tages ist der Tag auch rum. Oder das Jahr ist auch wieder vorbei, ob wir Sport gemacht haben oder nicht. Ja, so sieht's aus. So, was geht jetzt hier? Ich weiß nicht. Ich habe immer so die Vermutung, dass da irgendwie da welche sind, die wieder noch verrückter sind als ich. Das glaube ich jetzt gar nicht. Da vorne ist das Ding. Nein! 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 Es gibt jetzt hier noch gestörtere Leute wie mich. Ne! Nein! Ach du Scheiße, was mache ich jetzt trotzdem noch 2 Stunden bis ein? Das ist nix. So Freunde, sind da. Pole Position war noch nie so weit vorne. Aber Freunde, ich habe noch nie so einen Marathon gemacht, noch nie so einen Sprint angezogen, habe mich hier schon mit dem Kreuzer liegen sehen. Hat sich gelohnt. Pole Position. Hoffen wir mal, dass nachher auch ein paar Jungs vorbeikommen. Und ein bisschen was machen. So, Presse ist ja auch da. Sat.1 auch. Ganz viele sind heute da. Irgendwie. Gibt die ersten Interviews, hoffentlich fragen sie mich nicht, weil ich habe keine Ahnung, was ich da erzählen soll. Oh, jetzt geht's los, Männers. Ja, Digga, diese Kinder da. Aus, raus.
stimmt. Very first, very famous. Gottes Wille. Was ist das? Können die nicht trainieren bei dem Schrei? Nee. Ja, das ist eine Maschine. Das ist schon. So, es gibt glaube ich noch ein kleines Abschlusskick auf 6 Tore oder so. Und dann kommen sie hoffentlich demnächst, die Jungs. Oh Gott, das will ich. Ich finde ihn sogar besser wie den Lewandowski. Ja, das schon. So, jetzt ist Training fertig. Jetzt kommen sie vielleicht gleich. Ziehen sich Jacken an. Gleich geht's los, Freunde. Warte. Oh, jetzt Ach du Scheiße, war das gerade viel, das ist ja nicht mehr schön. Alter, wie die alle auf einen Fleck gesprintet kommen und von hinten, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Also, auf der Seite heute war nur Käse, also alle liebe euch schon mal. Alle drüben. Wir waren jetzt in Anführungszeichen mit Schuko, Hotel, ja klar.
Ja, die Mehrheit war heute auch oben, muss man ehrlich sagen. Schade aber. Aber krass, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Es wurde auch gepfiffen, die müssen, glaube ich, rein, vielleicht Besprechung essen. Sonstige Dinge noch, vielleicht drin irgendwelche Übungen machen. Jetzt muss es so schnell gehen. Was passiert hier? Also ich stehe mir den Ball und ich hau ihn da oben in den Winkel rein. Aber geisteskrank, jetzt fängt es auch noch richtig an zu regnen. Wahnsinn. geil. Gib mir das Ding nicht nett hinein. Das Training war gerade eben und das spielen sie jetzt schon auf diese Monitore. Ich war zu langsam jetzt gerade eben, aber das war schon da dran, die ersten Bilder. Sieht man mal daran, wie schnell die Presse ist. Zack, Bild rausgeschickt, ist hier schon, komm ich zurück vom Training, irgendwie schon an dem Monitor. Wahnsinn. So, das war's, Freunde. Wir machen uns wieder auf den Rückweg wieder mit Ersatzverkehr und habt ihr nicht gesehen, Regio, weil sie auch nicht bis sie ankommen, ist wahrscheinlich Mitternacht. Ja, ich hoffe, das war trotzdem ein cooles Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, Abo dalassen, um die Rückrunde nicht zu verpassen. Ich werde nicht zu einem Spiel gehen können, das ist klar. Aber ich versuche, so gut es geht, alle zu gehen. Wir haben schon Ticket gegen Augsburg, wie gesagt, schon gegen Union Berlin, Hoffenheim und Bremen. Probiere ich noch zu hier mir zu besorgen. Es wird ja kein Problem sein, zweimal kriege ich. Ansonsten, ich wünsche euch was. Danke fürs Einschalten. Auch wenn es jetzt wieder chaotisch gegen Ende war. Es war wieder cool und lustig. Bis zum nächsten Mal.